Aber abgehoben, hallo YouTube, ein neues Video, neues Glück in alter Frische. Und zwar nach längerer Zeit ist der Easy mal ein bisschen unanständig geworden und hat sich tatsächlich mal ein paar Splitter gekauft. Länger nicht passiert, ehrlicherweise, jetzt wirklich viele Monate her, dass ich mal selber was gekauft habe. Ich habe mich jetzt aber dazu entschlossen, komm, es ist ein X2-Event, auf blaue Splitter holen wir uns mal zwei kleine Pakete und probieren wir mal unsere Hände an ja, einen ganz speziellen Helden zu holen, denn Vulcanos Fumor, der neue Lord bei den Dämonen, sieht ziemlich, ziemlich krass aus, ehrlich gesagt, was er kann, sowohl in der Arena als auch an der Hydra. Bei der Hydra ist es ein bisschen schwerer, das Ganze zu timen, aber das liest sich einfach wirklich mega, mega gut. Denn wenn man zum Beispiel jetzt mal, wir gehen mal nicht über das Skillkit drüber, nur über die A3, greift ein Gegner zweimal an, der durch diese Fähigkeit vor seinem Schaden steigert sich pro verbleibenden Zug LP auf dem Ziel. Okay, also je nach Dauer, wie lange LP-Burn geht, steigert sich der Schaden. Und dann haben wir, nee, das war gar nicht hier, wo waren das? Das war in der Passiven, genau die Passive. Und zwar hier, ich bin da völlig wuschig. Und zwar, wenn ihr zwei Dämonen mit im Team habt, wann immer ein LP-Verbrennungs-Debuff auf einem Gegner aktiviert wird, das heißt in einem längeren Kampf, das gilt auch für Arena, erhält dieser Champion 5% Ignore-Defense dazu, stapelbar bis zu 100%. What? 100% Defense Ignore, das hat zur Folge, ihr bräuchtet ihn in einem längeren Kampf, wenn ihr jetzt einer Hydra zum Beispiel spielen wollt, das ist in der Passiven, das gilt dann für alle seine Skills, bräuchtet ihr ihn nicht in einem Wildset bauen oder in einem Lethal-Set oder Gnadenlos-Set, das hat dann keinen Effekt, weil ihr nach einem gewissen Zeitpunkt sowieso die 100% Defense Ignore habt. Das kann richtig, richtig ausarten und auch in der Arena, LP-Burn, wie gesagt, Poison Cloud in der Arena, Steinhard in der Arena, auch so eine Sache, die sehr, 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 sehr geil wäre. So, wir haben 110 Splitter. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen nachlegen. Ich habe keine Ahnung, wo mein Pity steht. Es gibt auch noch ein paar andere Helden, die ich tatsächlich gerne hätte. Ich glaube, Most Wanted ist bei mir aktuell von den Non-Voids einmal Firol. Klar, Firol Hydra Held Nummer 1. Und ich glaube noch eine Harima. Ja, also noch eine Harima, haha. Eine Harima wäre halt auch nochmal schön, weil ich habe leider keine. Und Harima ist ein krasser Held. Das sind so meine Wünsche, die ich habe. Ansonsten, ja, eine Trunda wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, 110 Splitter. Wir werden gleich hier oben mit den Gems noch ein bisschen nachlegen. Pity, ich habe keine Ahnung. Ich denke aber, wir werden mal mindestens einmal treffen. Hoffe ich zumindest. Gucken wir mal. Achso, warte mal. Ich will mal ganz kurz gucken. Ich habe noch gar nicht geguckt. Ist Champion Jagdwettbewerb, oder? Fusion ist ja los. Ich mache die Fusion, Leute, weil ich den Helden, nicht von dem Helden super überzeugt bin, keineswegs, aber ich ja, besser haben als brauchen und einfach mal mitnehmen, passiv nebenbei die Fusion mitmachen. So, es ist Champion-Jagdwettbewerb. Okay, also wenn wir auch noch viele Epics haben, auf die eher Platz 1, brauche ich nicht drüber reden, das werde ich nie im Leben. Dafür habe ich einfach zu wenig Splitter. So, wir hätten gerne ein paar Leggies und viele Epics. Und über den Lord würden wir natürlich uns am meisten freuen. Wir starten, es geht ja schon wieder gut los, ein 10er Pull, wir haben einen Epic. Ja, nö, nö. So, wir machen weiter. Ja, X2-Event bei Easy ist immer ohne Epics. Ja. Der Start ist schon wieder 20 blaue Splitter, ein Epic. Aber wir sind positiv drauf. Ah, das war der Pity-Epic. Cool. Noch ein Pity-Epic. Lady Quillen. Oh, wenn das Paddy sieht. Lady Quillen ist der einzige Held, der Paddy für Mikage noch fehlt. Sie wartet seit Monaten auf Lady Quillen, die einfach bei ihr nicht kommen will. Asi, es tut mir leid. Leggy, komm, also ich sag mal 110, wir werden so 150, zwei wären schon eigentlich schön, wenn ich ehrlich bin. Zwei Leggies. Komm, komm! Glisea-Wegweiser. Grüße an Vene an der Stelle. Ich glaube, Vene spielt sie als Tormin-Konter, wenn ich mich nicht irre. Heiliger Orden, warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken. Hatte ich sie schon? Das war wenigstens sagen, Heiliger Orden irgendwie mal. Nö. Okay, sie ist sogar neu. Ja, okay, über einen neuen Leggy beschwere ich mich nicht.
ist leider nicht der Lord. Wir wollen doch den Lord oder einen Harima und Firol. Aber okay. Zeitiger Leggy ist eigentlich in Ordnung. Pity natürlich jetzt wieder zurückgesetzt. Ich hätte tatsächlich aber auch gerne ein paar Epics, dass wir hier ein paar Punkte für den Wettbewerb kriegen. Ah, zwei Epics ist cool. Husk habe ich jetzt zwei schon auf meinem Free-to-Play-Account. Habe, ich glaube, vorgestern einen blauen Splitter geöffnet, wo mein... Nee, das war der weiße Splitter. Ich habe einen weißen Splitter mehr erspielt. Nee, den haben wir geschenkt bekommen von Plyum, sowas. Er spielt nicht vom Sandteufel, habe ich im Leben nicht auf dem Free-to-Play. Habe aber genau aus dem Halloween-Goodie-Paket Husk bekommen. Komm schon, ich will den Lord haben. Einfach so, es wäre witzig, den zu spielen. Geomant ist quasi ein Leggy. Ich habe aber Geomant schon auf 4. Oh, jetzt kommen viele Epics rein. Ja, aber noch ein Leggy. Schade. 1060 Punkte ist ganz gut für einen 10er Pull. Kann man sich nicht beschweren. So, 50 Stück noch. Komm schon. Epic. Leggy, komm schon. Gold. Tu es. Plyo. SSX2. Endalia ist, glaube ich, auch für Mikage gewesen. Lich ist für Rasin. Komm, noch ein Leggy. Tarshorn, nee. Ich brauche tatsächlich von den Epics keinen. Vielleicht auch mal ein Fusions-Epic. Das würde eine Menge Arbeit ersparen. Aber ja. Apropos Fusions-Epic, ganz kurz, Leute. Ich habe es am Plan schon weitergegeben. Hier ist ein Fehler drin. In der passiven deutscher Übersetzungsfehler, und zwar hier unten, versucht einen Debuff zu verleihen, besteht eine Chance von 20%, den Schaden zurück an den Angreifer zu reflektieren. Es ist der Debuff. Ja, das wird sich, denke ich mal, in den nächsten Tagen noch ändern. Der Schaden wird nicht zurückreflektiert, sondern der Debuff, der auf sie gesetzt werden soll. Ja, nur so. Kleiner Hinweis, falls sich das jemand schon gefragt hat. Weiß ich noch, wir werden ein bisschen nachkaufen. Ich bin unzufrieden hier. Mit Serscha bin ich nicht glücklich, ehrlicherweise. Obwohl ich ja immer bescheiden bin und sage, wir öffnen und gucken, was bei rauskommt. Und dann meckern wir nicht. Aber es wäre schon mal auch mal wieder schön, irgendwie mal ein Erfolgserlebnis zu haben. Bin ich ehrlich. Mal bin ich so ein Leggy, den ich... Ein guter Leggy, den ich noch nicht habe. Die sind ja schon wieder. Ist, glaube ich, auch wieder für Mikage. Kanoniererin. Es läuft nicht so rund, wenn ich ehrlich bin. Es ist so... Komm schon. Aber wieder so ein 10er Pool, wo zwei Leggies drin wären. Das hat man ewig nicht. Stattdessen wären es 10 blaue. Okay, wir machen mal kurz... Wie viel holen wir noch? Wir holen noch ein paar. Ja, wir holen noch ein paar. Komm. So, der Geiz. Machen wir ruhig nochmal 3. Wobei, jetzt können wir auch 4 machen. Pass auf, wir machen 4. Und dann machen wir kurz Platz noch. Dann sind die Gems wieder weg. Aber... Ich habe so viel Energie, ihr seht es oben, ich habe 7000 Energie, weil ich einfach wirklich wenig mache aktuell und viel Energie spare, sodass ich sagen kann, nö. Gems brauche ich aktuell eigentlich nicht. So, die Reservehöhle wurde ja erhöht, Leute. Viele von euch haben es mitbekommen. 200 sind es, glaube ich, gewesen. 200 Slots sind dazugekommen. Muss man ja auch mal Plyum loben. Warum machen sie natürlich in der Reservehöhle? Reservehöhle sind halt Helden, die kein Gear anhaben. Und Helden, die kein Gear anhaben, verbrauchen einfach weniger Server-Traffic, beziehungsweise Kapazität überhaupt. Deswegen ist es so, dass es die leider nur in der Reservehöhle gibt. Aber ist schon mal ein richtiger Schritt in die erste Richtung, in die richtige Richtung, so rum. So, 44 Stück. Also sagen wir mal, zwei Leggies aus 150 wären schon eigentlich, ja, wär schon schön. Dua Nimmersatt, ja, zudem entwickle ich mich gerade, wenn ich hier meine Leggy-Quote sehe. Ochse? Nee, Berserker. Ochse sieht genauso aus. ein Epic. Rektorin. Sehr, sehr starker Epic. Würde ich super gerne auf dem Free-to-Play haben. Aber wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es jetzt dieser Dämonen-Legi. Bitte, Plyum. Er ist ja gleichzeitig im X10. Deswegen habe ich mich ein bisschen baiten lassen. Neldor ist gut. Mordecai ist auch sehr gut. Ich brauche aber keine Epics mehr auf dem Account tatsächlich. Oder nur punktuell welche, um die noch zu plussen. Aber das ist aktuell nicht so wirklich eine Priorität bei mir. Bin ich ehrlich. Komm, ein Leggy wenigstens noch. Kriodan ist super. Kann man auf jeden Fall haben. Kann man noch zwei haben? Also wer Kriodan einmal hat, würde ich euch nicht empfehlen, den zu empowern. Wenn ihr ihn zweimal habt, behaltet lieber zwei, weil es gibt in einer Stufe einen Sintranos. Das ist beim Feuerritter. Da kann man wirklich zwei nehmen. Das funktioniert super mit zweien. Würde ich auf keinen Fall plusen, lieber zwei behalten. 20 noch.
Das war ja aber ein Reinfall hier, wenn jetzt nichts doch hier irgendwie passiert. Wächter, Knochensammler. Palium, gibt es in eurem Spiel auch legendäre Helden? Nein. Letzter Zehnerbull. Jetzt oder nie. Nee, mehr machen wir nicht, Leute. Es ist, wie es ist. Wie viele Punkte haben wir denn bekommen überhaupt? Sind wir mit dem Event durch? Wahrscheinlich nicht. Wir hatten, glaube ich, auch so, Mythikbuch fehlt. Das Ding ist, ich brauche auch ehrlicherweise kein Mythikbuch, ich habe keine Mythics. Ich kriege auch keine Mythics. Also, ich bin jetzt beim Pity, für die Leute, die es interessiert, bei kurz vor den 220, glaube ich, sind es, also über 200 bei den roten Splittern, ohne Mythic. Das tut ein bisschen weh. Gerade wenn man bedenkt, dass ein Splitter einfach mal 5 Euro kostet. Man nicht jetzt, wer das Taschenrechner mal zur Seite ziehen, was es eigentlich, bei Plarium veranschlagt ist an Kohle. Eigentlich völlig irrsinnig. So, 150 blaue, knapp ein bisschen mehr, 154 oder sowas. Und eine Glisea. Gut, lassen wir mal so stehen. Schreibt es gerne in die Kommentare, Leute. Habt ihr geöffnet? Habt ihr was Geileres gezogen? Wahrscheinlich schon. Viele von euch. Hoffe ich zumindest. In dem Sinne, Leute, ich hoffe, ihr konntet trotzdem ein bisschen Spaß haben beim Video und dann sehen wir uns im nächsten. Ich gehe jetzt weinen, Taschentücher holen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschu, tschu. Och, Mann.